So, da bin ich wieder. Ich hoffe mal, dass das hier so alles funktioniert. Ich hätte mir natürlich auch die Datei mal anhören können. Nö. Jetzt muss ich mir gerade noch mal einen Timer stellen, weil der geht irgendwie immer verloren, wenn er einmal geklingelt hat. Natürlich nicht so geil. Nee, nicht festlegen. Abbrechen. Start. So. Oh, du Grobian! Natürlich. Willkommen in der Pokémon-Arena von Prismania City. Unterschätze niemals die Girl Power. Mit Schnitte. Gut. Wer bist du denn? Was bist du denn für eine Trainerin? Hat eine Peitsche in der Hand. Ulrigaria. Und Lars ist immer noch am Pennen. Was hat Lars ist 31. Schön. Nimm mal meinen Christoph hier, weil der ist auch 31. Dings ist ja so gut wie tot. Oh Mann, die mit dem dieses Kackwickel, das ist so unendlich nervig, weil es einfach nur ein halbes KP abzieht. Dankeschön. Mach mal Glut. Brenn, du Sau. Und ich habe, glaube ich, gelesen, oh, es ist schon wieder so lange her, ich muss unbedingt mal die Kommentare, ich hatte das letzte Mal schon gesagt, dass ich die beantworten wollte, aber irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gemacht. Jo, komm du mit deiner Kackattacke da, Kackattack. Ach ja. Das nächste Mal werde ich auf, also nach den 15 Minuten hier, werde ich auf jeden Fall mir die Datei mal anhören. Mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Ein Duflor. Nö. Christoph, Christoph. Brenn, du Sau. Also nicht Christoph, sondern das Duflor. Schlaf. Nein. Hab ich was zum Aufwecken? Aufwecker, guck mal einer an. Könnte ich eigentlich auch mal einen Lars geben. Aber erst, wenn Christoph Level 32 ist. Wenn das irgendwann mal passiert. Nein. So. Ein bisschen Knosp. Nö. Christoph bleibt draußen. Prim. Ich finde den Mai sehr, sehr gut. Da gibt es so schöne viele Feiertage. Was soll das bepflanzen? Ist das, dass ich das nicht wechseln kann oder was? Bestimmt auch, wenn das tot ist, dann liegt das immer noch da rum und verwest oder so. Yay! Und ein Auto wieder. Ich habe verloren! Brumm. Okay, das ist die Trainerin. Also nicht die Trainerin, sondern die Bertha. Ich habe die Ehre, ich liebe Pokémon-Kämpfe. Schön hat man... Ach, eins. Das ist ein Owei. Kokowai gibt's auch noch, ne? Ja, du bist am Pennen. Was macht das? Oh, warum? Ja gut, ich würde es auch machen, wenn ich es könnte, aber warum? Wo ist denn mein Aufwecker? Da ist mein Aufwecker. Reflektor. Erhält Panzer. Wie viele denn? Ein? Zwei? Welchen Panzer? Staccato? Was ist das denn? Was hast du denn für Attacken, bitte? Nice. Oh, ausgezeichnet. Hä? Was? Na gut, jetzt gehen wir mal hier zu Bärbel. Ist das Wetter nicht wundervoll? Also ich finde es momentan eigentlich ganz geil. Also es ist... Weiß ich nicht. Ich habe hier in meinem Zimmer 18,3 Grad. Außen ist, glaube ich, noch ein bisschen kühler. Es regnet nicht. Ein leichtes Windchen geht. Und bewölkt mit ein bisschen Blau durchkommend. Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen. Ich bin Erika.
Habe ich Erika gesagt? Ich bin sehr viele Namen durchgegangen, aber... Die Arena-Leiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur. Deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Immer wenn ich Erika höre, muss ich irgendwie an Stromberg denken. Wer bist du denn? Ach, guck mal. Nennt sich das Ding Kimono? Ich glaube schon, ne? Ein Tangela. Ist das nicht ein Wasser-Pokémon? Und warum ist das Level 30? Nun. Das kann bestimmt auch so einschläfern und sowas. Das macht bestimmt jetzt erstmal Tackle. Oder Umklammerung. Tangela ist eigentlich auch ein ganz cooles Pokémon. Fällt mir sehr gut. Volltreffer, es hat 2 KP abgezogen. Was? Warum? So, das wäre schon mal. Das erreicht Level 32. Obwohl er am Pennen ist. Ein Ultrigaria. Ja, komm, mach. Immer Rinder mit. Mach mal weiter Glut. Ja gut, ist Level 32, das sehe ich jetzt erst. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, warum das in Anführungszeichen so wenig abzieht. Nicht Säure machen, das jetzt. Ich muss unbedingt auch nochmal den Stromberg-Film gucken, der ist echt gut. Oh, Ultrigaria brennt. Wir haben auch jetzt endlich mal am Wochenende die erste Staffel von Walking Dead geguckt. Das ist echt schon was Feines. Wobei ich mir an manchen Stellen echt gedacht habe, so... Also so von den Handlungen. Also jetzt nicht so, dass es irgendwie scheiße geschrieben ist, sondern einfach vom Verhalten von den Leuten. Da könnte ich mir einen Kopf packen. Ein Duflor. Nö. Christoph bleibt draußen. Macht das ganz alleine. Heute Abend gibt's lecker Nudeln mit Hackfleischsoße. Yum, 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 yum. Ach, meine Nase. Habe ich schon gesagt, dass ich eine PlayStation 4 habe jetzt? Oh, Christoph ist tot. Dann nehmen wir hier die Shen. Und zwar. Ja, ihr habt das wahrscheinlich. Ihr habt das gesehen. Wegen dem. Oddworld Apes Odyssey New and Tasty Remake. Und ich habe 2 Spiele für die PlayStation. 2. Beziehungsweise 3, weil ich habe mir das Remake mal runtergeladen. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Oder Farborden. 3100 Euro. Wir haben ja richtig Cash. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses Geschenk. TM 21. Megasauger. Das hört sich schon ein bisschen pervers an. Dein Pokémon erhält die Hälfte der KP, die diese Attacke dem Gegner abzieht. Also wenn sie 10 abzieht, kriege ich 5. Wow. Okay. Stärke können wir jetzt einsetzen. Ach ja. Nee, Quatsch hier. Pokémon. Christoph, der kann das ja jetzt. Das wäre lustig, wenn ich jetzt hier nicht mehr rauskommen würde. Dave wurde besiegt. Hast du noch was zu sagen? Yay. Bist du noch vergiftet? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal ins Pokécenter. Ach stimmt, wir können doch diesen Wasserweg gehen. Fällt mir gerade ein. Und wir können die Arena in... Oh, ich weiß nicht, wie das Kaff heißt.
machen. Punkt. Die war doch irgendwo hier oben, oder nicht? Ich kann da nicht lang. Oder da war irgendwas mit zerschneiden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, besser, wenn ich hier lang gehe. Da. Da kommt ein altes Auto oder ein Moped. Ein altes Auto. Ach ja. Ah, da trinke ich gerade mal was. So. Los, raus da. So, wir werfen jetzt gerade mal. Genau hier, Jule. So, das heißt, wir haben jetzt die Hälfte der Orden. Wir haben 83.000 Geld, Alter. Was ist da los? Okay, der nächste ist irgend so ein Victor oder sowas. Also er sieht nach einem Victor aus. Oder wie heißt der Typ von Dragon Ball? Heißt der Vega oder sowas? Ich glaube, der sieht auch so aus. Ich habe keine Ahnung von Dragon Ball. Ich habe das nie gerne geguckt. Nun. So. Das haben sie hier nicht so gut gemacht, dass man hier nicht erkennen kann, dass man da reingehen kann. Das ist in Gold besser gemacht. So, gibt's hier irgendwo eine Arena? Wenn, dann müsste da, glaube ich, einer vorstehen oder so. Markt. Oh, ich habe voll Hunger. Mein Magen ist schon voll am Schweren. Ach, da steht so ein Spaten. Mach dich vom Acker! Okay, das heißt... Was ist hier? Ach, guck mal. Und wir sind ja zwei Arenen. Ach, dann wollte ich doch gar nicht. Ach, na gut. Was haben wir denn hier? Du sollst sehr gut sein. Beweise es mir. Natürlich. Mach ich doch gerne. Oh, das sieht nach Kampf-Pokémon aus. Oh, was war denn da gut? Das habe ich das letzte Mal noch gesagt. Glaube ich. Ein Macholo-Macholo. Ich versuch's einfach. Gucken, was es hier so gibt. Ja, doch. Das kann man, da kann man mit arbeiten. Sehr gut, Lars. Top Sache. Energiefokus. Mal pump dich mal auf da. Bist jetzt eh down. Wie viel hatte der denn? Boah, dann haben wir heute zwei Arenen gemacht. Ein Maschok. Ah, das ist der mit den geilen Haaren, ne? Ja. Ist so geil. Ich mag den. Wie heißt denn die Weiterentwicklung davon? Da gibt es auch noch eine, oder nicht? Ich habe immer so viele Fragen bei mir im Let's Play, ne? Also jetzt speziell hier Pokémon-technisch. Halt, halt, halt! Oh, ja, ja. Okay, ich weiß, was ich als nächstes machen werde. Nö! X-Angriff. Oh, nicht töten bitte jetzt, ne? Sehr gut. Oh. Yes! Genau 1000 EP. EP? MP? Ach, keine Ahnung. Okay. Ich verpiesel mich mal wieder. Und lade mal gerade den guten Lars auf. Ah, muss ich nicht noch irgendwie... Master hier kaputt machen? War das hier?
Wo ist denn der Poké-Center? Oder gibt's hier keins? Ganz unten. Ja, meine Fresse. Warum geht das denn? Boah, ist das ätzend. Stopp. Oh, gut, dann werde ich die Aufnahme gleich weitermachen, wenn ich hier schon mal, wenn ich wieder oben in der Arena bin, genau.